Hi, SV Begeisterte. Heute sind wir mal im Freien. Warum? Geiles Wetter. Und um einen Spruch aus unserem Storm-Apocalypse-Video zu rezitieren, wir sorgen heute für granatenmäßige Stimmung. Und zwar haben wir heute mal einen kleinen Vergleich zwischen verschiedenen Granaten. Der Grund hierfür ist, wir haben eine neue Granate im Sortiment. Bei allen Granaten handelt es sich allerdings um BB-Granaten und nicht um Knallgranaten, denn die meisten deutschen Felder lassen tatsächlich nur solch BB-Granaten zu. Und Knallgranaten sind dann nicht gerne gesehen bzw. gar nicht erst erlaubt. Aber fangen wir mal von klein nach groß an. Die erste Granate im Bunde ist die E-Race. Der Vorteil der E-Race ist ganz klar, sie ist sehr kompakt. Ihr seht, ich bekomme die ganz locker in eine Hand. Und das macht sie eigentlich schon zu echt einem Kompaktheitsmonster, was Airsoft-Granaten angeht. Wie alle anderen auch, gasbetrieben. Und hier passen ca. 100 BBs rein. Ist vom Fassungsvermögen also etwas weniger als die anderen, ist aber dafür auch sehr kompakt gebaut und passt in jede Granatenpouch oder teilweise auch M4-Pouches oder eben in eure Universal-Pouches. Die Granate ist aus sehr robustem Polymer gefertigt, also sie ist wirklich sehr hart. Das bedeutet, solltet ihr jemand damit abschmeißen, kann es wehtun, aber das macht sie auch etwas langlebiger. Die Race ist auch unter den ganzen Kontrahenten eine der ältesten Granaten, die gibt es schon sehr lange und hat ihren Platz im Airsoft auch schon sehr lange gefunden. Wir haben hier jetzt eine Granate, ihr füllt zuerst BBs und Gas ein und dann müsst ihr den Splint ziehen. Das geht erstmal ein bisschen schwieriger und dann ist die Granate bereit zum Schmeißen. Wenn die Granate geschmissen wurde, müsst ihr den Knopf in der Mitte einfach wieder runterdrücken und den Splint zurückführen. Und dann können wir die Granate wieder neu befüllen. Aber wir wollen ja nicht nur darüber reden, wie sie funktioniert. Kommen wir mal zum Schmeißen. Natürlich auch in Slow-Mo. Einmal auf hartem und auf weichem Untergrund. Nachdem wir die E-Race jetzt geschmissen haben, konntet ihr sehen, gerade so auf dem harten Untergrund hat sie problemlos funktioniert. Auf dem weichen Untergrund musste ich sie ein, zwei Mal schmeißen. Sind so gut wie alles Impact Grenades, nur die Tornado ist da ein bisschen anders. Aber dazu kommen wir noch. Das heißt, harter Untergrund gar kein Problem. Beim weichen Untergrund kann es passieren, dass sie nicht löst. Aber bei unserem Test ein, zwei Mal geschmissen, da hat sie auch gelöst. Natürlich habe ich sie jetzt auch nicht mit voller Kraft auf den Boden geschmissen. Ich habe sie ganz normal, wie im Spiel auch, locker geschmissen. Sie kam auf den Boden und hat gelöst. Beschädigungen an der E-Race. Tatsächlich hat die E-Race ein bisschen drunter gelitten. Sie hat gerade im oberen Bereich einige Macken und Abschabungen abbekommen. Im unteren Bereich auch ein, zwei Mäckchen. Aber ansonsten immer noch völlig in Ordnung. Und technisch und von der Funktion her beeinträchtigt das ja auch nicht. Dazu muss man aber auch sagen, die E-Race ist eine der günstigsten im Bunde mit 59,90 Euro und die bekommt ihr natürlich auch in verschiedenen Farben, nicht nur in dem Schwarz. Schwarz ist immer ein bisschen schwierig zu finden, wenn man sie im Wald spielen sollte, aber das Rot zum Beispiel, was es bei der E-Race gibt, ist dann schon deutlich angenehmer. Bedeutet, wenn ihr in der Halle spielen geht, wo sowieso harter Untergrund ist, ist die E-Race bestens geeignet, weil sie ist schön kompakt, passt in eure Pouches. Gar kein Problem. Aber genug zu E-Race. Wie gesagt, 59,90 Euro. Kommen wir mal direkt zu einem der bekanntesten Anwärter. Und zwar haben wir hier die bekannte Storm 360. In dem Fall haben wir sie jetzt in Lime Green. Die Storm 360 ist von ASG und ist auch wieder aus einem hochwertigen Polymer verarbeitet. Und das Case ist geschraubt, bedeutet für die Wartung auch sehr easy. Hier haben wir auch wieder eine Granate mit Splint. Bedeutet Splint rein. Granate mit Kugeln und Gas befüllen und dann seid ihr bereit. Dann müsst ihr nur den Splint ziehen, schmeißen und los geht's. Die Storm 360 fasst ca. 160 BBs und ist somit eine der Granaten mit dem größten Fassungsvermögen und sie streut auch ordentlich. Werdet ihr dann nochmal sehen, wenn man sie schmeißt. Hier gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Farben. Wir haben jetzt hier das Lime Green, weil es eben eine Signalfarbe ist. Und das sieht man recht gut auf den meisten Untergründen. Wenn man mal bei ganz hellem Gras ist, kann es hier tatsächlich zu Problemen kommen. Aber es gibt ja auch noch ein Rot, ein Schwarz
und tatsächlich auch mit Phosphor, also eine, die im Dunkeln leuchtet, gerade für die Halle vielleicht optimal. Der Nachteil des Storm 360, durch ihre Größe passt sie nicht wirklich in die meisten Granatenpouches, weil ihr seht, das ist schon echt, ich komme mit der Hand nicht mal drum herum. Das heißt, M4-Pouches wird schon eng, Granatenpouches ganz wenige, aber es gibt dennoch Pouches, in die die 360 auch reinpasst. Hier gibt es beispielsweise von Tasmanian Tiger Radio Pouches und da passt die 360 problemlos rein. Aber genug zur Granate, schmeißen wir sie doch mal. So, auch hier wieder, Storm 360, harter Untergrund, gar kein Problem. Bei weichem Untergrund löst sie etwas schlechter als ihr beliebter Nachfolger, aber dennoch hat sie recht gut gelöst. Nach dem ersten Schmeißen war noch etwas Gas drin, das habe ich beim zweiten Schmeißen dann nochmal rausgemacht. Und jetzt ist sie wieder bereit zum Befüllen und zum neuen Schmeißen. Die Beschädigungen an der Granate sind hier etwas geringer als bei der E-Race. Der Kunststoff ist hier etwas härter und nutzt sich nicht so schnell ab. Wir haben an der Unterseite ein paar Schrammen, aber sonst rundherum ganz klein wenig und oben an den Kanten eben sind so die meisten Schrammen. Aber wirklich im Vergleich zur E-Race deutlich geringer. Die Storm 360 bekommt ihr genauso wie die E-Race auch für 59,90 Euro in allen verschiedenen Farben. Kommen wir mal direkt zum Nachfolger der Storm 360, nämlich die Storm 360 Apocalypse. Eine erweiterte Version der 360 quasi, denn wie ihr sehen könnt, die ist deutlich schmaler, kompakter, passt also besser in die gängigen Granatenpouches. Und die größte Neuerung ist einmal der angedeutete Zündhütchenschalter, ist kein echtes Zündhütchen. Aber wir können hier einfach per Switch auf On und Off schalten und brauchen keinen Splint mehr. Die Granate wird ein bisschen anders befüllt, wie jetzt die typischen Splintgranaten. Und zwar müsst ihr einmal auf On gehen, dann füllt ihr die BBs ein, dann schiebt ihr wieder auf Off, dann füllt ihr über das Ventil das Gas. Und wenn ihr schmeißen wollt, den Schalter einfach wieder auf On und los geht's. Die Storm Apocalypse gibt es in zwei Farben, einmal in dem Signal Orange. Und dann haben wir das Ganze noch in einem klassischen Schwarz. Das Signalorange hat jetzt hier wieder den Vorteil, ihr findet es im Wald einfach deutlich besser. Aber zu der Apocalypse haben wir hier schon ein ganzes Video gemacht. Da könnt ihr auch gerne nochmal genauer vorbeischauen. Dann bekommt ihr die kompletten Infos. Und wer auch noch sehen möchte, wie geil die performt, das seht ihr im Video dann auch nochmal. Ein bisschen was kann ich euch noch erzählen. 155 Schuss Fassungsvermögen. Ein bisschen weniger, um genau zu sein, 5 Kugeln weniger als in der 360. Aber deutlich mehr als in der E-Race und könnt ja sehen, die Bauform ist nur bedingt größer, von der Dicke her sind sie sehr gleich. Und die 360 Apocalypse löst auch auf hartem und weichem Untergrund problemlos. Wir spielen euch jetzt hier nochmal was Kleines aus dem alten Video ein, da könnt ihr einmal den harten und weichen Untergrund sehen. Wirklich, also da bin ich echt fasziniert. Die Apocalypse löst sowohl auf hart als auch auf weichem Untergrund. Genial, der Streuradius ist abartig. Und für die Größe Granate macht sie wirklich was her. Sie ist etwas teurer als die anderen. Wir sind jetzt hier nicht mehr bei 59,90, sondern bei 64,90. Aber das ist meiner Meinung nach auch wert. Weil ihr könnt auch sehen, die Beschädigungen hier sind wirklich minimal. So ein bisschen an den abstehenden Kanten hier sind ganz leichte Schrammen. Und oben an der Ecke haben wir 2 Schrammen drin. Und das war es eigentlich schon. Das ist übrigens die Granate jetzt aus dem letzten Video über die Storm. Deswegen, also wirklich nicht viel Beschädigung. Ist einfach faszinierend, was das Material mittlerweile hergibt. Selbst auf Asphalt bekommen sie nicht viel ab und auf weichem Untergrund erst recht nicht. Aber das war's zur Apocalypse. Kommen wir mal direkt zur neuen Granate, die wir im Sortiment haben. Und das ist von Storm Airsoft, die Detonator. Die Detonator funktioniert ähnlich wie die Apocalypse. Ihr stellt auf On, füllt die BBs ein, stellt auf Off, füllt das Gas ein und dann müsst ihr nur zum Werfen wieder auf On und los geht's. Die Detonator gibt es in 3 Farben, einmal rot, einmal orange und einmal in schwarz. Und ich finde das eigentlich ganz cool mit dem Design, mit dem angedeuteten Hebel. Bedeutet, ihr könntet an eurer Rüstung die Granate auch so anbringen und dann habt ihr die an euch hängen oder auch von der Größe her, ihr seht, recht klein, die ist rund gehalten. Die passt auch in die gängigen Granatenpouches. Wir haben hier auch ein Fassungsvermögen von 155 Schuss.
und ein Streuradius von 10 Metern und das ist schon wirklich viel. Wir haben sie ja getestet und ja, also es blieb nicht aus, getroffen zu werden, weil so schnell kann ich nicht wegrennen, wie die Granate schießt. Auch auf weichem Untergrund hat sie problemlos gelöst, beim ersten Werfen direkt alle Kugeln raus, komplettes Gas entleert und hat jetzt wirklich auf Gras und auf Asphalt riesen Spaß gemacht. Aber zeigen wir euch jetzt erstmal, wie sie denn performt hat. Ihr könntet jetzt sehen, die Detonator auf Asphalt und auf Gras, wirklich einwandfrei. Und hier bin ich tatsächlich mega begeistert, weil die Granate wird ja geworfen. Ich hatte am Anfang so ein bisschen den Baumel wegen dem Hebel, aber der hält wirklich problemlos. Ich habe sie vorab schon ein bisschen getestet, habe sie jetzt nochmal ein bisschen getestet und sie hält wirklich, wirklich gut stand. Auch die Beschädigungen an der Granate selbst sind fast gegen null. Der Kunststoff hier ist wirklich sehr robust. Wir haben hier oben ganz leicht Abschabung und an der Unterseite nur eine kleine Stelle, wo sie mal aufgekommen ist, wo wirklich ein kleiner Macken drin ist. Aber ansonsten sieht die Granate eigentlich noch aus wie neu. Die könntest du so in die Verpackung schmeißen und einfach wieder verkaufen. Die ist wirklich top, was die Qualität angeht. Und ich bin wirklich überzeugt. Wenn ihr jetzt also auch Bock auf so eine Detonator habt, die bekommt ihr für 64,90 bei uns im Shop. Findet ihr einmal in den Neuheiten, aber wir verlinken sie natürlich auch nochmal. Ist wirklich eine geile Neuheit und ich bin mal gespannt, wann ich sie das erste Mal bei euch auf dem Feld sehen kann. Kommen wir mal zur letzten und größten Granate im Bunde und das ist die Tornado 2. Tornado 2. Die Tornado 2 ist die einzige Granate, die jetzt ein bisschen unter den anderen raussticht. Nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch wegen ihrer Funktion. Denn alles andere sind Impact Grenades und hier haben wir eine Timer Grenade. Funktioniert wie folgt. Ihr müsst den Splint, innen drin ist eine kleine Öse, da führt ihr den Splint durch. Bis er auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und dann müsst ihr einfach die Granate oben drehen, um den Timer dann eben einzustellen. Könnt ihr dann verschiedene Stufen einstellen. Je weiter ihr vorne seid, desto kürzer brauchst du. Je weiter ihr nach hinten geht, desto länger brauchst du zum Zünden. Jetzt müsst ihr nur noch von unten die BBs einfüllen. Einmal Gas einfüllen, dann den Splint ziehen, werfen. Und nach kurzer Zeit geht sie dann hoch, je nach Timer-Einstellung. Entweder ganz schnell, mittel oder lang. Die Tornado 2 von Airsoft Innovations hat hier auch wirklich ein Fassungsvermögen von 200 BBs. Also im Bunde die meisten. Und meinem Empfinden nach hat sie auch am meisten gestreut. Ich konnte weit weggehen, also sie hat wirklich sehr hoch vor allem gestreut, sehr weit und sehr breit gestreut. Herstellerangabe sind hier 240 FPS Druck und das ist schon wirklich viel für eine Airsoft-Granate. Das ist fast doppelt so viel wie die meisten anderen. Deswegen, ich empfehle euch jetzt in der Halle, weiß ich nicht, ob das so eine geile Idee ist, weil auf kurze Distanz kann die schon echt wehtun. Aber sie streut eben verdammt weit. Das heißt, wenn ihr mal einen großen Raum habt und ihr schmeißt die rein, die meisten Leute sind danach raus. Von den Materialien her haben wir hier jetzt ein Vollmetallgehäuse mit Polymer, Upper und Lower. Und im Lieferumfang habt ihr zwei von den Splints und auch direkt das passende Pflegeöl. Was ganz wichtig ist, erklären wir euch gleich noch warum. Die Tornado haben wir jetzt im Test auch nicht geschmissen, sage ich mal. So ein bisschen haben wir sie jetzt schon mal off-cam geschmissen, um einfach die Ramponierung mal zu testen und die hat wirklich nicht viel, also ein paar kleine Mäckchen hat sie abbekommen, aber im Großen und Ganzen, ich meine, die dreht sich ja auch wie verrückt und ja, da macht sie schon echt ein bisschen Radau. Über den Asphalt hat sie sich auch gedreht und da sind halt ein paar Kratzer dran gekommen, aber ansonsten wirklich top. Aber kommen wir mal zum Granatentest.
Ihr konntet sehen, bei der Tornado ist es egal, ob Asphalt oder Wald, also weicher oder harter Untergrund, sie löst immer. Warum? Ist eine Timer Grenade, ist eben keine Impact Grenade. Die Impact lösen bei Aufprall und die Tornado löst eben nach Zeit. Das heißt, ihr könnt hier eigentlich, wenn genügend Gas und Kugeln drin sind, keine Fehlzündungen haben. Tornado gibt es auch wieder in verschiedenen Farben und Ausführungen. Wir haben jetzt hier dieses Gold, finde ich, sieht man im Wald eigentlich relativ gut. Und das Ganze bekommt ihr eben, ist die teuerste im Bunde, für 149,90. Aber dafür ist es auch keine Impact Grenade, sondern ein Timer Grenade. Und ja, sie streut wirklich noch ein gutes Stück weiter als die anderen. Pouches ist hier auch wieder ein bisschen schwieriger. Es gibt aber extra Tornado Pouches, da passt sie genau rein. Der Kopf guckt dann so leicht raus. Also optimal, gar kein Problem. Aber kommen wir mal zu einem wichtigen Thema bei den Granaten und das ist Pflege und Wartung. Ich nehme jetzt hier mal die Detonator zur Hand. Ist eigentlich recht simpel. Es gibt Extras in Granatenöl. Das verlinken wir euch auch noch in der Beschreibung. Hier seht ihr mal ein Bild davon. Damit müsst ihr ganz einfach die Ventile schmieren, mit Gas füllen, dass die Dichtungen auch schön geschmeidig bleiben und die Granate langlebiger wird. Und immer ohne Gas lagern, beziehungsweise einen ganz kleinen Schwung Gas mit Silikon könnt ihr reinmachen. Und bei der Verwendung bitte immer nur Green Gas, also entweder WE, Nuprol 2.0 oder Worsk V6. Das sind so die gängigen Gase, was man für eine Granate benutzen kann. So das Nuprol 3.0, das WE3 und die Worsk V8 Gase, die eher in den roten Bereich fallen, sind für Granaten selbst im Winter nicht geeignet, denn die sind zu stark. Ansonsten muss ich einfach sagen, so eine Granate macht mir schon echt mega Spaß. Gerade wenn man jetzt, wenn wir jetzt mal in der Halle spielen waren, haben wir uns ein paar Granaten mitgenommen. Da ist es immer ganz lustig, muss man sie tief schmeißen, aber wir hatten jetzt die Apocalypse beispielsweise und die Detonator mal mit dabei. Wenn man die tief schmeißt, lösen die trotzdem noch gut aus, trotz dass sie nicht so einen hohen Aufprall haben. Da macht das schon wirklich mega Spaß, weil man kann eben einen großen Bereich in kurzer Zeit säubern. Aber natürlich auch auf dem freien Feld haben wir die schon öfters benutzt. Da macht das einfach auch mega Spaß und jeder ist erstmal so ein bisschen erschrocken, wenn da eine Granate kommt. Und die machen ja schon so ein bisschen eigenen Sound, würde ich mal sagen. Sie knallen nicht, aber ja, ist einfach mega geil. Übrigens empfehlen wir euch die Verwendung von recht leichten BBs. Es gibt jetzt hier von Lenser die 020er, es gibt aber auch beispielsweise von Lenser 015er als Bios. Kann man entweder mischen, dann hat man unterschiedliche Streuung oder man benutzt nur eine der beiden leichten Kugeln. Zum Füllen braucht ihr auch bei jeder Granate einen Speedloader. Ich glaube kaum, dass ihr die mit den Fingern reindrücken wollt. Ich meine, das sind ja zwischen 100 und 200 Kugeln, die da reingehen. Machen wir jetzt mal noch so einen kleinen Vergleich Vor- und Nachteile. Bei der E-Race hat man eindeutig den Vorteil, sie ist sehr kompakt, passt in jede Pouch rein oder auch in jede Tasche. Einziger Nachteil, sie löst ein bisschen schwach auf weichem Untergrund, aber ansonsten top geeignet. Storm 360, Vorteil, sie fasst viele BBs, ganze 160 an der Zahl. Sie löst gut auf hartem Untergrund, bei weichem Untergrund löst sie auch relativ gut. War jetzt ein bisschen schwieriger als bei anderen, aber dennoch ging es richtig gut. Der größte Nachteil bei ihr, eindeutig die Größe. Bei der Apocalypse und der Detonator kann ich eigentlich keinen Nachteil nennen, weil die lösen beide sowohl auf weichem Untergrund gut, auf hartem Untergrund gut, fassen 155 BBs und man hat eben nicht den Splint, den man verlieren kann. Man hat den Zündschalter und damit hat man wirklich keine Probleme. Der bricht nicht, der hält es aus und man kann keinen Splint verlieren. Also einen wirklichen Nachteil sehe ich bei den zwei Granaten nicht. Zu guter Letzt die Tornado 2. Vorteil, viele BBs, viel Kraft und ja, sie dreht sich eben immer, weil sie eine Timer-Granate ist. Sie hat keinen Impact, das heißt, ihr habt kein Problem mit dem Auslösen der Granate. Nachteil der Tornado, sie braucht viel Gas und vor allem ist es sehr groß, heißt Pouch-Problem. Es gibt, wie gesagt, nur die passenden Pouches. Aber jetzt könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen, welche Granate denn vielleicht zu euch passt. Vielleicht die kompakte Erase, wenn ihr das am liebsten habt. Die 360, wenn es euch einfach darum geht, ein bisschen mehr Fassungsvermögen zu haben und eine gute Leistung. Die Detonator oder die Apocalypse für das abgerundete Gesamtpaket oder für den Mega-Streukreis und eben für die Sicherheit, dass sie immer auslöst, die Tornado 2. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht schon eine der Granaten habt und wie zufrieden ihr damit seid
und vor allem, wie viele Hits ihr schon damit gelandet habt. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne ein Abo hinterlassen, weil, wie gesagt, 70% von euch sind immer noch nicht abonniert. Einen Daumen könnt ihr uns da lassen. Natürlich dürft ihr auch gerne die Glocke aktivieren, einen Kommentar schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!